Herzlich willkommen zum Drop Film Talk, unserer heutigen Review von Verachtung, auch Journal 64 im Original. Der Film ist ein Skandi-Krimi, der schon drei Teile davor hat. Erlösung, Schändung und Erbarmen und jetzt Verachtung. Es hört sich immer alles ein bisschen gleich an. Wir kennen dieses auch aus der Millennium-Trilogie, die mir damals als Kind sehr gut gefallen hat, jedenfalls das Original. Das Remake, das Hollywood-Remake war nicht so meins. Und ja, Jussi Adler-Olsen liefert halt das Buch dazu und es ist eigentlich eine gute Verfilmung, die definitiv seine Berechtigkeit hat. Die Frage nach der Berechtigkeit ist dann natürlich, ob es im Kino sein sollte, weil das Ganze sich schon stark wie ein Tatort anfühlt. Und die Frage ist eher, sollte es nicht lieber 20.15 Uhr irgendwo zu sehen sein an einem Sonntag als Konkurrenzveranstaltung oder sollte das im Kino sein? Weil es ist jedenfalls besser als Til Schweiger Tatort, der damals ins Kino kam und ja, einfach nur eine Frechheit war. Aber jedenfalls, Verachtung macht sehr viel Spaß, es macht sehr viel richtig und es ist immer wieder spannend, wer am Ende doch der Mörder oder beziehungsweise die Bösewichte sind. Für mich war auch das Thema, was sie genommen haben, sehr spannend. Es geht um Zwangssterilisation, die bis zu den 60er Jahren in skandinavischen Ländern vorgenommen wurde, um halt, sag ich mal, die, beziehungsweise kann man sagen, dass sich die schlimmen Menschen nicht weiter fortpflanzen können. Und das wird halt in die Neuzeit übertragen und hierauf auf Diskriminierung und Ausländerfeindlichkeit bezogen, wo sich halt Ausländerinnen, die abtreiben wollen, werden dann halt heimlich sterilisiert und können danach keine, also wissen das nicht und können keine Kinder mehr bekommen, sozusagen, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen können. Das ist halt das Thema hier, was wirklich interessant ist und womit auch wirklich sehr gut gespielt wird. Und das macht auch Spaß. Die Frage ist halt, wie gesagt, nur um wieder den Bogen zu haben, lohnt sich der Film auf der großen Leinwand? Ich finde, für einen Sonntagnachmittag, wenn man den Film sehen kann, macht es definitiv Spaß und auch vielleicht mit mehreren Freunden und Krimi-Freunde vor allen Dingen, die sollten sich diesen Film ansehen, genauso wie die anderen Teile, vielleicht im Nachhinein, sogar wenn nicht sogar davor, um halt eine gewisse die Charakterentwicklung noch mehr mitzubekommen in dieser Reihe. Ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal angucken, die Filme, die im Vorfeld kamen. Ich bin jetzt angefixt von dieser Reihe. Und hoffe, ihr, wenn ihr den gesehen habt, ihr auch. Also sagt mir, wie ihr ihn fandet oder ob ihr die anderen Teile kennt und wie das Ganze für euch in dem Zusammenhang aussieht. Also macht's gut!